Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus die Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, hier kommt gerade das erste Mal auch wieder der Zug an, der von hier aus dann jetzt Sand durchtransportieren kann, damit wir da hinten wieder ein bisschen mehr mineralisiertes Wasser kriegen. Und ja, ich bin halt in der Hoffnung, dass das dann irgendwann sich einnivelliert oder beziehungsweise so wenigstens so ein bisschen sauber einarbeitet. Was ich noch vergessen habe, erstens habe ich die Alt-Taste gedrückt irgendwann zwischendurch. Upsala, jetzt sind wir direkt vom Zug lang gelaufen. Mensch, das Kinder sauer, war lebensmüde hier. Aber hier läuft schon wieder ein bisschen was rein. Na, 9K. So ein bisschen muss da ja auch ein bisschen was reinlaufen, aber wir kommen noch dahin, dass das vielleicht wieder ein bisschen sauberer funktioniert. Ich müsste eigentlich jetzt hier in der Steigleitung noch einen Dings einbauen, ein kleines Ventil einbauen, dass hier nur sozusagen was reinläuft, wenn oben weniger als 80% drin ist, damit hier das nicht zurückdrückt quasi. Also ein Returnable Valve würde auch funktionieren, aber so ja, habe ich zumindest Platz gelassen, dass hier immer wenigstens von hier der Seite mal 20% kommen können, falls von unten irgendwann mal zu viel kommt. Wird nicht passieren, aber naja, who knows. So. Gut, haben wir nicht hier, es wird nicht hier auch noch irgendwie mineralisiertes Wasser am Ende rauskommen? Ja, kommt am Ende raus. Wo läuft denn das hin? Das läuft hier lang, da lang, dort lang. Ah, das läuft hier mit in die Steigleitung. Da läuft das immer durch. Müsste das gleiche System sein wie dieses hier, oder? Wo läuft das Zeug hin? Da sind 80% drin, okay. Das sieht eher aus, als wenn das hier noch in die Vernichtung läuft. Guck mal, hier ist nämlich das, hier sind nämlich auch 80% drin. Ah, ich guck. Ay, caramba, das läuft dann noch in die Vernichtung. Das können wir natürlich auch noch mit dazu holen nach hier oben. Das sollte ja auch kein Problem sein. Das kann ich hier mit anschließen, glaube ich. Muss ich bloß da durchreichen. Wo ist das mineralisierte Wasser? Hier, da, dort. Eieiei, caramba. Jetzt habe ich keine unterirdischen Rohre mehr. Das ist natürlich jetzt auch wieder ein bisschen fragwürdig, aber hier kommt auf jeden Fall jetzt erstmal jede Menge Sand an. Das ist schon mal gut. Das bringt auch den ganzen anderen Rest hier in Wallung wieder. Wo wollte ich hin? Da wollte ich hin. Unterirdische Rohre bräuchte ich. Da kann ich mir dann ein paar abbauen. Ich denke mal, hier sind eh ein paar zu viele drin. Wenn ich mir überlege hier, zum Beispiel, der Rohr ist eindeutig jetzt zu viel. Brauchen wir nicht mehr. So. Das weiß ich noch nicht, ob wir das Stück brauchen hier. Dann mache ich mir lieber dazwischen. So, hier ist das Material dran. Aber das muss hier ja nicht mehr lang. Das müssen wir alles mal auflösen hier, was da jetzt noch gebraucht wird und was nicht. Wir wollten das mineralisierte Wasser von hier quasi da mit dran bringen. Gut, dann machen wir hier ganz kurz ein Stückchen unterirdisch. So, und dann machen wir hier mal ein Röhrchen dazwischen. So. Gut, und dann muss das mineralisierte Wasser da hinkommen. So, Schwefelsäure brauche ich jetzt gerade nicht. Klack, klack. So, alles auf hier oben und dann geht das dahin. So, und dann kann nämlich hier das mineralisierte Wasser auch schon wieder da oben hochlaufen und schon haben wir da oben wieder ein bisschen mehr drin. Und von hier ist es weg. So, sehr gut. Okay, funktioniert erstmal soweit. So, die Leitung kann dann weg hier. Das braucht denn keiner? Achso, da war schon eine Leitung in die Richtung. So. Kam das Zeug denn her? Das kam von hier. Und lief dann hier durch. Wo muss das denn hier noch hin? Mineralisiertes Wasser, wo muss es denn noch hin? Haben die hier noch irgendwo mineralisiertes Wasserproblem? Ach, die brauchen das Zeug auch noch hier. Da liegen so 100% an. Wo kriegt ihr denn das her? Ach, hier kriegt es von unten, okay. Und wo läuft das hier hin, mineralisiertes Wasser? Ist das hier noch irgendwo dazwischen? Ich
Hier ist normales Wasser jetzt drin. Da wäre Schwefelsäure drin. Das schwefelhaltiges Wasser. Mineralisiertes Wasser sehe ich jetzt hier nicht mehr. War das eine Rückleitung von da hinten, dass das noch irgendwo über war bei irgendeiner Vernichtung? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Bin ich nicht sicher, aber wir werden irgendwann sicherlich sehen, dass da irgendwas passiert. Und hier macht er schon wieder eine Crushed Stone Lieferung fertig. Und das ist schon mal sehr schön. Also kriegen wir das nächste Mal Crushed Stone hier unten runter. Geliefert, angeliefert von an diesem Bahnhof hier. Und wie gesagt, wenn der Bahnhof irgendwann nicht mehr abgeholt werden kann, dann macht er hier halt den Sand raus. Aber ansonsten wird der Sand erstmal vorwiegend von hier geholt. Jetzt kann man auch wieder ein bisschen Iron Coils und sowas alles werden jetzt wieder transportiert hier. Irgendwann wird hier die Flüssigkeit alle sein. Das kann passieren. Irgendwann wird hier die Flüssigkeit voll sein. Das kann auch passieren. Und hier haben wir jetzt 1400, 900, 400 ein bisschen was drin. Warum arbeiten die nicht? Weil hier gesagt wird, 3,8 ist der Schnitt, dann müssen die doch nicht arbeiten. Wenn hier 400 drin sind, dann 900, 1000 oder 1400, das ist zwar jetzt, das ist relativ. Aber dann müssten die doch eigentlich hier arbeiten, die müssen uns da eigentlich darüber schaufeln. Oder nicht? Ein bisschen gelb ist es sogar schon hier drin. Na, guck an. So, gut, dann gehen wir jetzt erstmal dahin zurück. Wir haben hier jetzt also auf jeden Fall erstmal wieder ein bisschen was produziert. Boah, das Zeug wird aber auch schnell aufgebraucht, ne? Was hier so an den Dingern denn da ist. Also wenn das hier nicht kontinuierlich produziert, weil kein mineralisiertes Wasser da ist, dann haben wir da auch ganz schnell ganz viele Schwierigkeiten. Gut, das arbeitet hier immer noch. Wie viel haben wir da jetzt schon drin? Nicht allzu viel. Das ist der Zug wahrscheinlich gerade wieder unterwegs gewesen. Nee, ist er nicht. Ah, hier, jetzt ist er wieder unterwegs. 3.500 Mineral Sludge, aber von hier kann er auf jeden Fall mehr mitnehmen. Als 3.500. Der wird gleich ankommen hier. Wir haben wieder so 10.000, 12.000 Bären. Und wenn das denn hier jetzt noch mit dem Wasser hier wieder auf Hochtouren läuft, dann mit den Filteranlagen, dann sollte hier eigentlich einiges wieder ankommen am Zug. 25k hat er schon, 26, sehr gut. Also, dann geht schon wieder ein bisschen mehr. So. Und die laufen hier auch voll und irgendwann muss das hier mal irgendwann wieder so viele von diesen Filtern geben, dass die hier gar nichts mehr großartig daneben machen können. So, gut. Dann werden wir weitere Produktion einstellen oben. Und ja, das werden wir jetzt als erstes machen. Oben weitere Produktion einstellen bei den Materialien, die da kommen werden können. Ach, na egal. Also die dabei rumkommen und dann müssen wir die Aluminiumproduktion einmal nochmal händisch ein bisschen in Gang bringen. Dass da nochmal ein bisschen was geht, damit hier wieder Aluminium überall ankommt in den ganzen Werken, weil das könnte uns jetzt demnächst ausgehen, auch bei den Produkten, die wir schon brauchen. So, kein Zug unterwegs, sehr schön. Mit Strom kann ich eigentlich jetzt auch erstmal nochmal aushelfen hier, ne, dass ich so ein paar Strommasten setzen kann, damit hier überall alles eigentlich sauber verstromt ist. Das hat ja auch viel Schönes. Moment, ich komme rüber. Dass überall da, wo es blinkt, hier einen Strommast dazu gestellt wird. Damit dieses Blinken aufhört. Das ist ja dann auch ein bisschen nervig. So. Und dann können die nämlich hier versuchen, schon mal alles Mögliche zu transportieren. Das Einzige, was sie nicht haben, sind wirklich unterirdische Rohre, ne? Kommen die da jetzt wirklich nicht ran aus dem Netzwerk? Müsste doch eigentlich in dem... Na, hier ist die Brücke... Nee, da kommen die nicht ran. Hier ist keine Verbindung zwischen. Alles klar, okay, gut. Dann müssen wir das mal verbinden, damit die da auch rankommen. Ah, die Bauroboter sehen die Rohre da gar nicht. Deswegen machen die da auch nichts. Alles klar, okay. Immer wieder die gleichen Fehler, die man macht. So, na gut. Aber wenn wir das haben, dann ist ja auch gut. Das kann ich hier übrigens abreißen lassen, ne? Das kann ja weg. Oh, keiner hier mehr. Sollte mal die Goldproduktion werden. Gottes Willen. Ach so, nochmal was. An einem Kommentarschreiber. Oh Gott. Ich glaube, ich muss jetzt mal ganz kurz eine Pause machen. Ich werde hier das Video dann zusammenschneiden müssen. Bis später. Hallo, meine Lieben. So, da bin ich wieder. ein nicht verschiebbares Ereignis hat sich da gerade eingestellt. Das musste und wollte unbedingt getan werden. So. Huiuiui, schön ist anders.
Aber wir müssen hier jetzt mal ganz kurz hier die Bauroboter sozusagen damit verbinden, dass die denn hier da dran kommen. Wird das, glaube ich, auch gleich in die Nähe stellen können, wo Strom ist. Wäre ja zu einfach gewesen. Na gut. So, und jetzt müssten die Bauroboter eigentlich alle wieder losstürzen und dann hier unten die hier in unterirdischen Rohre finden und dann da mal endlich losfliegen und die dann alle einsammeln. Könnte mal gucken, ob auf der Karte irgendwo große Bewegung zu erkennen ist. Erstmal nicht. Da ist ein bisschen Bewegung zu erkennen. Hier ist ein bisschen Bewegung. Aber das sind eher welche, die mir was bringen wollen. Na ja, mal gucken, ob die da hinfliegen oder nicht. Hier sind ein paar Oh, hier sind ein paar Stück Lucy flogen. Das sieht schon mal ja nicht schlecht aus. Also die sind auf dem Weg dahin. Wir werden jetzt so 50 Stück rausnehmen. So. Für unsere Verhältnisse. Und dann laufen wir damit mal los. Und den Rest, den lassen wir dann dort erstmal produzieren. So, sehr schön. Oder auch nicht so schön. Aber auf jeden Fall geht's erstmal. Gut, dann laufen wir wieder nach oben. Dann werden wir jetzt da oben sozusagen den Rest alles fertig machen. Hoffentlich. So langsam aber sicher. Aluminiumproduktion, genau. Die wollte ich auch noch wieder einen Schwung bringen. Aber das machen wir danach dann. So, die müssten ja hoffentlich alle bis dahin kommen. Und stromtechnisch sollten sie sich ja dann ganz gut erholen. Und dann können sie hier überall... Ja, ich fliege schon mal hier wieder zurück. Ah, ja, da müssen wir mal gucken. So, da müssen wir mal gucken. Aber wir wollen dann hier schon so den einen oder anderen noch fertig bauen. Ich weiß nicht, ob keine Strommasten mehr im Bausystem sind. Das kann durchaus möglich sein, weil hier sind jede Menge Strommasten verbaut. Und so ein Stack Strommasten, den hast du ganz schnell mal... verbaut. Das geht fix, geht's. Fix, fix geht es. So. Apropos Kommentare nochmal ganz kurz. Wenn ihr Links in den Kommentaren schreibt, dann verschwinden die einfach. Also ihr seht die wahrscheinlich noch für euch. Aber die sind quasi für mich nicht so einfach ersichtlich. Ist ein bisschen blöd die Macht von YouTube, dass mich da keine Benachrichtigung kriegt oder so nach dem Motto, hallo, guck mal in deine Links an oder beziehungsweise deine Kommentare an, da sind wieder welche angesammelt. Ist irgendwie ein bisschen, ist nicht intuitiv gemacht, würde ich sagen, also wirklich nicht intuitiv. Also es ist was gemacht, aber es ist halt einfach nicht intuitiv genug dafür, dass ich es quasi dann instant auch bedienen könnte, beziehungsweise auch richtig bedienen würde. Das mache ich dann nämlich nicht an der Stelle und... Es tut mir dann immer leid, wenn ich dann sozusagen Kommentare nicht lese oder überlese oder halt auch nicht darauf reagiere, weil sie halt eben da drinnen verschwinden, weil irgendwer ein Leerzeichen hinterm Punkt vergisst. Das passiert nämlich, ne? Also man schreibt einen Satz, macht einen Punkt und vergisst das Leerzeichen dahinter und schon flupp, schlägt so ein Automatismus zu und sperrt den einfach weg und dann muss ich quasi in die gesperrten Kommentare gucken und das tue ich zu selten, damit ich bestimmte Sachen rauskriege. Ich habe das nämlich mitgekriegt, dass wieder geschrieben wurde. Ich habe dir schon mehrfach gesagt, da ist was und ich habe dir dann einen Link geschickt. Ja, also das ist, ja, ich hätte jetzt gesagt, so ein bisschen was Unterlassenes von mir auch, weil ich es halt nicht regelmäßig mache, weil ich da nicht drauf achte. Aber im Grunde ist es dann halt eben so ein Automatismus, der von YouTube dazu schlägt, der da einfach für sorgt, dass mir die erstmal auch so gar nicht so leicht ersichtlich angezeigt werden. Also jeden anderen Kommentar kriege ich eine Push-Nachricht am Handy. Also wirklich jeden Kommentar, der gestellt wird. Zeitweise habe ich sogar dann immer noch die Push-Nachrichten von Gmail gekriegt, weil ich auch zeitgleich immer eine E-Mail kriege, so nach dem Motto, hallo, du hast einen Kommentar gekriegt. Also da reicht Google nicht aus, unbedingt dir eine Push-Nachricht aufs Handy zu schicken. Die schicken dir auch noch eine E-Mail hinterher, was sozusagen eine zweite Push-Nachricht dann auslöst. Aber gut, es ist wieder was anderes. Ich habe Gmail übrigens verboten, mir Push-Nachrichten zu schicken, weil da kommt ja so viel Schrott an. Das ist ja furchterregend. Und wenn du da jedes Mal eine Push-Nachricht kriegst, da wirst du wahnsinnig bei. Deswegen, also das ist dann... Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich nutze Gmail auch zu selten, um dass ich da jetzt irgendwie sinnvoll was habe auf diese E-Mail-Adresse. Also die zum Kanal gehört halt, ne? Ist ja eine andere als die ich angebe oben unter E-Mail-Adressen. In Infos, da gebe ich ja auch eine E-Mail-Adresse an, aber die ist ja sozusagen dafür da, dass man mich jederzeit erreichen kann. Und diese E-Mail, die lese ich auch wirklich jeden Tag. Also das, da reagiere ich eigentlich auch, da kann ich auch relativ schnell drauf reagieren.
Und da wurden mir ja auch schon Blueprints hingesendet. Dann nochmal sehr herzlichen Dank dafür. Gut. So, ist jetzt hier oben noch irgendwas ohne Strom, ohne Fahrschein oder ähnlichem? Nein. Gut, eingestellt sind die Dinger hier auch auf Sand? Ja. Das heißt, wir können jetzt hier die dritte Farbe machen. Und zwar wäre das hellblau. Die können wir jetzt hier in 2 reinstellen. So. Dann können wir hier die dritte Farbe einstellen. Das wäre weiß. Und dann können wir hier einstellen. Rot. Und dann müssen wir hier noch einstellen. Braun. Das war nicht richtig. Hier muss braun hin. Jetzt war er schon fast bei mir, ne? Der kleine Logistik-Robby. Naja, bringt mir mal ab und zu ein bisschen was. So, dann müssen wir hier also auch das braune Zeug natürlich produzieren. Gucken, dass wir das jetzt hier einigermaßen sauber durchkriegen und hier jeden erwischen. Und dann können wir langsam aber sicher weitermachen. Und dann müssen wir, dann sind wir wirklich an dem Punkt angekommen, wo ich dann mal Sachen in den wieder ins Meer schmeißen muss und man wieder ein paar Würmer töten darf und wieder dumm sterben darf. Da fehlen noch ein paar Strommasten, die setzen wir gleich mal, wenn wir es schon sehen. Also überall da, wo jetzt gerade Strom quasi fehlt, da muss ich dann ein bisschen drauf achten, dass ich das dann da hinkriege. So, die untersten, die produzieren sogar dann auch schon ein bisschen was. So, dann machen wir hier rot. Das finde ich übrigens sehr schön aussehend, gut aussehend, das Rote. Komme ich hier nicht bis ganz rüber. Entschuldigung fürs Dauergepiepse hier. Das dauerhafte außer Reichweite sein. Das ist halt leider ein bisschen doof auseinandergebaut. Aber da sind wir ja selber schon schuld, dass wir das so gebaut haben, ne? So, aber gleich haben wir es hier. Das rote Material kommt zumindest schon mal ein bisschen was hier oben an und kann dann eingelagert werden. So, dann kommt hier wieder das Weiße, kommt hier dran. Und hier kommen wir wieder ganz gut überall hin, oder? Weiß ich nicht. Mal auf dem Förderband laufen, dann geht es ganz gut. So, immer schön darauf achten, dass wir auch alle erwischen. Ich bin zu langsam mit der Maus. Da bin ich als Läufer noch schneller auf dem Förderband, als ich mit der Maus hier mit dem hin und her. Da fehlt ein Strommast. Den können wir gleich setzen. So, und dann müssen wir jetzt hier nur noch die letzten einstellen. Und das wären die hellblauen. Ist das das Richtige? Müsste ja sein. So, dann wollen wir hier mal hochschießen. Alles sauber einstellen. Und dann müsste hier das hellblaue Material kommen. So, sehr schön. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz auf der Karte. Da oben ist auch Rohre das Problem, aber das kriegen wir ja noch hin. Gut, hier ist natürlich von der Flüssigkeit nachher irgendwie nicht mehr allzu viel da, aber das ist auch okay. Das geht auch. Und dann haben wir hier oben jetzt Sand. Und wurde hier schon Sand abgeholt gerade? Ah, hier wurden 10.000 Sand abgeholt. Sehr schön. Und die werden dann hier angeliefert. Sehr gut. Dann gibt es da extra Sand. Und hier laufen die Kisten dann langsam voll und dann kann von hier auch wieder Sand geholt werden. Sehr gut. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Also, das hier wurde jetzt schon das erste Mal 10.000 Sand abgeholt. Die Kisten sind auch gleichmäßig gefüllt. Das ist gut. 300 irgendwas von allem. So, überall sind 5.000 von dem anderen Zeugchen drin. Also, es hat schon ordentlich was produziert hier. Und ja, Sand kommt an. Gut. Also, das sieht doch schon mal ganz
gut aus soweit. Also zumindest hat das schon mal von den Anfängen her genau das, was wir brauchen. Ich würde jetzt mich abmoderieren. Ich hoffe, dass ich den Zusammenschnitt des Videos gut hinkriege. Ich entschuldige mich nochmal für diese kurze, vielleicht auch gedankliche Unterbrechung, die da stattgefunden hat. Nehmt es mir nicht allzu übel, aber es war wirklich dringend. Bis dann. Tschüss.